Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Gears of War Judgment. Jetzt wird langsam Zeit, die Sache zu beenden und den Locust ordentlich in die Fresse zu schießen. Okay, wir checken erstmal alles. Bei der Boomshot bleibe ich. Deklassifiziert haben wir sowieso. Das sollte ein Fest geben. Los geht's! Langsam sollten die Viecher mal ja eintrudeln. Die Viecher sind natürlich eklig. Eigentlich ist alles so wirklich eklig. Da verschwende ich doch nicht meine Munition. Retro Lancer ist auf jeden Fall eine gute Sache. Hell yeah. Oh shit, der steht ja auf. Kantus. Oh shit. Jawohl. Kantus down. Muss noch zusehen, dass ich alle Sterne bekomme. Noch ein Kantus. Toll, ich habe mich quasi jetzt selber gekillt. Scheiß Ticker. Wow. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Viecher mir so nahe kommen, dass ich mir selber Schaden mache. Besser nachladen. Ganz, ganz wichtig. Oh. Da hinten auch nochmal. Fuck you! Alles wird nachgeladen. So. So muss das sein. Zwei Sterne. Hoffentlich kommt da noch eine kleine Welle. Holy shit, das war ganz schön weit geflogen. Ich finde das lustig, sobald die Viecher gekillt sind, haben die irgendwie kein Gewicht an sich. Die kann man so rumtreten wie so ein Plastikfußball, kann man fast schon sagen. Prepare to be terminated. Boah, die machen aber zu viel Schaden. Boah, der kommt hier sogar rein. Hoffentlich kann mir einer helfen. Cool. Fuck yeah, Cole. Aber ich muss woanders hin. Boah, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Nicht nur mal treten, fuck. Okay, ich muss mal mit der Boomshot arbeiten. Sie haben versagt. Knallharte Worte, aber das stimmt. Ich muss wirklich mal mit der Boomshot arbeiten. Aber dass die Viecher so nahe kommen, vier von denen auch noch. Boah. Well, shit. Aufgepasst und in Position. So, ich würde jetzt mal ganz knallhart sagen, da wir gerade so glorreich versagt haben, kommt dieses Ding ganz woanders hin. Hier, ein kleines Souvenir. Das ist eine gute Idee. Aber wer die Nasher wird hier in die Luft gejagt? Stimmt, so ein bisschen abseits. So, ich denke nämlich, von hier kommen die ganzen Viecher hoch. So. Hier wird nochmal ordentlich nachgeladen. So, müssen wir leider nochmal Kantus in den Arsch treten, aber das ist nicht das Problem. Komm schon, wir müssen die zerfetzen. Ein nach dem anderen. Oh ja, die Nasher, die ist gut. Ah, die Viecher sind böse. Oh, der wird da auch nice geblockt von dem Ding. Jawoll, holy shit, die Nash habe ich gut positioniert da. So. Oh shit, die muss aus dem Nebel. Früher hatte der Nebel irgendwie ein... Weiß ich nicht, das sah ein bisschen anders aus. Das Ding muss auch nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Die immer. Hier wollen wir einfach runterballern. Mein Gott, hör doch auf, so in Deckung zu gehen. Ich will dann nämlich nicht runter. Oh shit! What the hell? Ey, das ist Bullshit!
Ey, nicht nur, dass die schießen. Helf mir hoch, helf mir hoch. Komm schon. Jawohl. Gut gemacht. Fuck yeah, ich hab gesagt, Boomshot. Boomshot ist jetzt auch dran. Muss beide Scheiße nachladen hier. Ja, toll. Mal voll falsch aufgehoben. Wir müssen da mal Burst machen. Voll nachladen, hab die aus Versehen aufgehoben. Wow, vorsichtig. Nicht die Distanz Sentinel, holy shit. Boomshot. Doppelt Kantos. Oh, was das Spiel auf uns wirkt, ist echt krank. Ja, voll. Wie wir die einfach nur zerfetzen. Okay, wir haben noch Idioten, die da einfach hinten sitzen. Einfach nur verflucht lame abwarten. Kommt doch mal hoch. Moment. Obwohl, nee. Genau das will ich sehen. Ja, voll. Die werden einfach nur gekillt von den Dingern. Geblockt von dem Turret. Okay, wir müssen es bald geschafft haben. Entes Böse! Die haben schon gar keine Chance mehr. Irgendwas creept da unten noch beschissen rum. Wir haben fast 3 Sterne. Oh ja, der Nebel. Das war die Deklassifizierung. Rotika! Einen habe ich noch. War weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Die Dinger müssen unbedingt nachgeladen werden. Fuck, nicht wieder. Ah. Da halten wir einfach drauf. Jawohl, alle 3 Sterne. Oh shit, Reaper. Boah, das war knapp. Oh mein Gott, der ballert hier rein. Shit, ich habe keine Munition mehr für die Boomshot. Nein, 2 Reaper. Versuch mal von hier. Ja, voll. Oh, ich wurde gesteakt. Komm schon. Lass mich in Ruhe. Helf mir auch. Will nicht nochmal verrecken. Boah. Der hätte fast nur gesägt. Aber ich denke, wir sind jetzt ziemlich gut drauf. Oh, shit. Komm schon. Ja, ich kann hier mal sitzen bleiben. Okay. Das war's. Wow. Muss ich zugeben, war ich ziemlich angespannt. Ich hab's euch gesagt, ja. Alle 3 Sterne, fuck yeah.
befahl ihnen, auf der Insel zu bleiben, Lieutenant. Was für ein dreckiger Pisser! Das Gericht ist zu einem Urteil gelangt. Irgendwelche letzten Worte? Wegen Männern wie Ihnen habe ich die Korbe gekämpft. Wir haben heute viele Leben gerettet. Ja, und Ihren Arsch. Keine letzten Worte von Ihnen, Lieutenant? Vielleicht haben Sie recht, Sir. Wir retteten wie viel? 1000 Menschen? Die Leichtmassenrakete sollte Millionen retten, das weiß ich. Aber hätte Khan Helvo erobert, könnten wir vielleicht niemanden mehr retten. Der Typ einfach nicht erkennt, wer der wirkliche Feind ist. Und die sind wir auch schon in der Gegenwart. Wo können wir deklassifizieren? Das muss hier garantiert auch gehen. Wir haben hier selbst einen Reaver hier drin. Fuck. Prepare to be terminated. Ich finde das lustig, dass selbst die Locos mittlerweile schon Lancer haben. Oh, das gibt nochmal ein Gemetzel. Hier muss es eine Deklassifizierung geben. Obwohl, wir sind ja in der Gegenwart. Da kann er ja nicht wirklich irgendwas nacherzählen. Holy shit, die Reaver sterben schnell. Meine Waffe ist leer. Hol dir neue Munition. Beschäftigt, Mann zu ownen. Meine Waffe geht aber gleich auch leer. In den Nahkampf gehen ist fatal. What up? Oh, oh shit! Ich habe nicht gewusst, dass die sich dagegen wehren können. Auf diese Art und Weise. Irgendwie hätte der auch einen Lancer gezogen. Da hinten liegt Munition. Komm schon, das sind nicht mehr allzu viele, aber ich glaube, da werden noch ein paar nachrücken. Cool, cool, cool. Doch, da können wir deklassifizieren. Leck mich am Arsch, das ist tatsächlich möglich. Okay, was haben wir? Colm Loomis Bericht widerspricht den Augenzeugenberichten des Kilotrupps, Nahkampfwaffen der Locust eingesetzt zu haben. Nur Beiler einsetzen, okay. Glück, dass ich in der Akademie Fechtunterricht hatte. Schießunterricht nicht sinnvoller gewesen. Das heißt, wir beenden das richtig epic. Was haben Streber bloß immer mit Fechten? Shit, wie kommen wir hier rüber? Einfach so. Boah, das wird schwer. Aber ich will's versuchen. No easy way out. Wir haben unbegrenzte Munition für das Teil. Oh, Malcha. Oh mein Gott. Boah, gut, dass der Malcha nicht geschossen hat. Oder der Grinder. Ich glaube, Grinder hieß die Dinger. Malcha hieß die Waffe. Wir müssen einfach warten, bis der Grinder aufhört zu schießen. Jetzt drauf. Jetzt. Hell yeah. Das würde die Geschichte eingehen.